Hallo, hier ist wieder euer Pflanzencoach und im heutigen Video würde ich euch gerne meine winterharten Wasserpflanzen vorstellen. Also bleibt dran, denn es wird sicher spannend, wenn wir sehen, welche Wasserpflanzen sich für die Überwinterung im Gartenteich eignen. Euer Pflanzencoach. Hier befinden wir uns nun draußen vor meinen Mini-Teichen im Garten, welche, wie ihr sehen könnt, jetzt im Herbst und Winter, im Anfang des Winters, natürlich schon langsam alle anfangen zu verblühen, wie beispielsweise meine Seerosen oder meine Muschelblumen. Bei den Seerosen ist es nun so, dass diese ihre Blätter im Winter immer verlieren, aber im Frühjahr neu austreiben, wohingegen die Muschelblumen hier eigentlich nicht geeignet sind für frostige Bedingungen, wie wir auch sehen können. Das heißt, hier habt ihr wahrscheinlich keinen Spaß daran, wenn ihr Muschelblumen in eurem Gartenteich im Winter habt. Da kann ich euch als Tipp geben, überwintert sie im Gewächshaus oder im Aquarium. Aber in diesem Video soll es darum gehen, welche Wasserpflanzen tatsächlich winter- und frostbeständig sind für euren Gartenteich. Hier sehen wir jetzt beispielsweise einige meiner Pflanzen in einem Gefäß, in einem zufällig ausgewählten Pflanzgefäß, wie es im Garten sich befand bis eben gerade. Hier können wir noch einmal genau erkennen, dass unsere Pflanzen hier sehr beständig gegenüber kälteren Temperaturen sind, wie beispielsweise mein Nadelkraut, was wir hier sehen können, was doch eine sehr schöne waldige Substanz in das Wasser bringt und auch teilweise außerhalb des Wassers sich ausbreiten kann. Ergänzend dazu haben wir noch etwas von meinem roten Moosfarn, also von meinem Moosfarn, der eine schöne herbstliche Rotfärbung erhält. Und so kann dieses Gefäß hier auch im Winter ohne Probleme draußen überwintern. Da die Pflanzen frost- und winterhart sind, müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Hier sehen wir jetzt eine Auswahl von Wasserpflanzen, die ich höchstpersönlich aus meinem Teich geangelt habe. Eine Auswahl meiner Favoriten, die eben auch im Winter den Frost aushalten können. Da hätten wir beispielsweise, wenn wir von vorne nach hinten gehen, beziehungsweise hinten nach vorne, erst einmal unser schönes Quellmoos, das seinen Namen unter anderem daher trägt, dass es bei natürlich vorkommenden Bergquellen und in Flüssen zu finden ist, wo es in der Regel ja auch eher kühl ist. Das heißt, unser Quellmoos hier ist immer grün und winterhart. Auch wenn die Oberfläche von eurem Gartenteich zufriert, könnt ihr im Inneren immer noch am Grunde grüne Quellmoosstränge erkennen. Die sind auch nicht unbedingt so für empfindlich für Dunkelheit. Das heißt, auch wenn ihr weniger Licht habt, könnt ihr dieses Quellmoos hier kultivieren. Wir können ja erkennen, es hat eine sehr schöne Struktur mit den kleinen Blättern sozusagen. Und im Wasser wird es sich noch etwas ausbreiten vom Volumen her. Und soviel zu meinem Quellmoos. Wir können direkt hier schon sehen, nämlich mein Nadelkraut, welches ihr eben gerade auch schon mal in meinem anderen Gefäß betrachten konntet, wie ich es euch gezeigt habe. Aber auch hier sehen wir es nochmal. Natürlich ist das nicht alles Nadelkraut, sondern wir haben ja auch noch ein paar andere Unterwasserbüsche, die ebenfalls winterhart sind. Und hier hat sich sogar der ein oder andere Marimo-Moosball versteckt, welche ebenfalls im Winter nicht Gefahr laufen abzusterben, da sie relativ robust sind. Die Pflanzen haben nämlich das gemein, dass sie alle heimisch sind, unter anderem in den Flüssen und auch Quellen, beispielsweise im Wald oder in der Natur, wo es im Winter eben auch etwas kälter werden kann. Und so haben wir hier auch meine Wasserpest, eine der beliebtesten Wasserpflanzen, die ihr vielleicht kennt von der Aquaristik oder auch von eurem Gartenteich. Wobei im Gartenteich sind sie erfahrungsgemäß meiner Meinung nach untervertreten, da sie doch sehr schön sind. Und hier können wir auch erkennen anhand der Blätter eine etwas dickblättrigere Form. Also hier haben wir doch auch noch einen zusätzlichen Resistenzfaktor gegen die Kälte und den Frost. Dadurch, dass diese Pflanzen hier eben etwas dickere Blätter haben. Bei der Wasserpest ist es nun ebenfalls so, dass, wie der Name schon sagt, sie sich wie die Pest vermehrt. Sprich, wenn wir nur so ein kleines Stück hier im Wasser haben,
können wir sicher sein, nach einiger Zeit direkt ein so langes hier zu erhalten. Ihr könnt ja auch erkennen, beispielsweise bilden sie Abzweigungen und unter Umständen können sie sogar bewurzeln, wobei es eigentlich auch möglich ist, dass sie frei im Wasser herumtreiben. Beides ist möglich, das gilt für die meisten Wasserpflanzen, aber im Speziellen rede ich hier von meiner Wasserpest, die es als verschiedene Ausführungen gibt, dichtblättrig oder kanadisch, die Elodea canadensis beispielsweise, was hier wohl ein sehr naher Artverwandter sein dürfte, wie wir es sehen. Hier sehen wir auch etwas von meinem Hornkraut, wie wir es erkennen können. Ist es doch eher etwas filigraner, aber nicht minder winterhart. Das heißt, auch hier müsst ihr keine Sorgen haben, dass es im Winter euch verblüht oder abstirbt. Denn es ist robust und kann die Temperaturen eben im Gartenteich auch verkraften, wenn es etwas kälter wird. Wir haben das hier also nun gesehen. Kommen wir also zu meinen verschiedenen Lemna-Sorten, welche wir hier sehen. Das sind kleine Schwimmpflanzen, die an der Oberfläche treiben. Aber ich denke, über Schwimmpflanzen, da es davon sehr viele gibt, will ich in einem weiteren Video nochmal ins Detail gehen. Hier können wir auf jeden Fall sehen, wie das aussieht. Normalerweise schwimmt es an der Oberfläche und bildet so einen Film. Ähnlich wie unser Teichlebermoos, was durch seine leberige Konsistenz seinen Namen vermutlich verdankt. Auch das ist sehr dekorativ und eben robust im Garten im Winter im Gartenteich zu halten. Oder auch im ganzen Jahr im Teich oder im Aquarium fühlt es sich wohl. Hier sehen wir auch noch einen weiteren Vorteil von Wasserpflanzen. Und zwar ist euch vielleicht das ein oder andere Laubblatt aufgefallen, was hier zwischen den Pflanzen sich befindet. Und zwar ist es so, dass im Herbst die Bäume die Blätter verlieren. Erst werden sie gelb und braun und dann fallen sie herab und können dann eben auch in eurem Gartenteich landen. Wenn ihr nun keine Wasserpflanzen habt, dann ist die Gefahr, dass das Blattwerk in eurem Teich vermodert und so den Nährstoffgehalt beeinflusst und auch schadet. Wohingegen das für die Pflanzen, wie beispielsweise meine Wasserpest oder auch mein Nadelkraut oder mein Javamoos, beziehungsweise in diesem Fall Quellmoos, mit mir auch meine Schwimmpflanzen sehr gute Nährstoffe bietet, welche sie nutzen können, um wieder selbst zu wachsen. Das heißt, so habt ihr noch eine natürliche Reinigungsfunktion in eurem Wasser von unerwünschten Dingen wie Laub oder anderen Rückständen, die in das Wasser hereinfallen, zum Beispiel auch tote Blätter. Damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen, welche Pflanzen ihr für euren Gartenteich auch im Winter nutzen könnt, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass sie absterben. Nämlich, wie schon erwähnt, unter anderem Quellmoos beispielsweise oder auch Nadelkraut, Wasserpest oder Schwimmpflanzen wie mein Teichlebermoos oder mein Lemna, wovon es verschiedene Arten gibt. Aber das ist nur eine kleine Auswahl, da gibt es sicher noch mehr, aber das sind so meine favorisierten immergrünen Wasserpflanzen für den Gartenteich. Und wenn es euch gefallen hat und ihr etwas lernen konntet, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und weiterhin könnt ihr in den Kommentaren ja auch vielleicht euch äußern, was ihr für Pflanzen in eurem Gartenteich im Winter habt oder welche Tipps ihr habt, damit euer Gartenteich den Winter unbeschadet übersteht. Bis dahin würde ich sagen, hoffe ich, dass ihr nicht zu borniert seid, sondern mich abonniert. Und damit ziehe ich meinen Hut und verabschiede mich für dieses Video und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Pflanzencoach.